Sie wollen wissen, wie es mir geht. Ah, Frau Havlicek, es wäre mir, würde mir ganz gut gehen. Wenn da nicht wären diese fürchterlichen Schmerzen in die Ohren, karre ich mit Kopf so. Mach ich mit Kopf so. Hab ich alles Mögliche versucht. Nichts hat geholfen. Kann ich verstehen, Frau Forstbuschel. Müssen Sie sofort gehen mit Ihren Ohren zu Urologen. Der könnte helfen. Aber Frau Forstbuschel, hab ich auch noch meinen Stein. Nicht? Mach ich mit. Falls es genügt, was geht. Leg ich auf die linke Seite. Geht nicht. Leg ich auf die rechte Seite. Geht nicht. Auch nicht. Leg ich am Hinterkopf. Weiß ich nicht, wohin mit dem Schmerz. Ja, das ist nicht schön, Frau Forstbuschel, dass Sie so unlustig sind am Leben. Müssen Sie gehen mit steifes Genick zu Gynäkologen. So eine Art, wie heißt der? Gynäkologe für steifes Genick. Frau Forstbuschel, Sie sind so aber wissen Sie vielleicht auf eine Art wie Gedärm? Ich habe so ein Ziel in meinem Gedärm, so ein fürchterliches. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die Schmerzen. Ja, weiß ich auch nicht, wohin mit den Schmerzen, Frau Forstbuschel. Müssen Sie gehen mit Kneifen und Ziehen im Gedärm zu Dermatologe. Frau Havlicek, habe ich aber auch noch ein heikles Problem mit meiner Fischi. Frau Havlicek, bin ich auf Kaffee bei Grenzen, kann ich nicht halten, meine Fischi. Immer geht los bei Tisch. Ja, Frau Forstbuschel, müssen Sie gehen mit Pischi zu Pischi-Logen. Frau Forstbuschel, Sie kennen sich aber gut aus mit Krankheiten. An der Pischi-Loge auch helfen gegen meine Hämorrhoiden. Hämorrhoiden ist nicht schön. Ist ganz scheißlich. Ganz scheißlich. Sitze ich auf der linken Arschbacke. Tut so weh. Sitze ich auf rechter Arschbacke. Tut so weh. Sitze ich auf ganz hintern. Ist nicht auszuhalten mit den Schmerzen. Habe ich genug Geld? Ja, und ein Stück. Geld. Was würde ich geben, wenn ich wüsste, wenn ich bin so unlustig mit meinen Schmerzen. Jesus Maria, Frau Forstbuschel, warum, wenn Sie so viel Geld haben und so viele Spezialisten auf die Welt, dann müssen Sie fahren nach Ägypten mit Bus oder Flieger. Warum so weit? Nach Ägypten, Frau Havlicek? Ja, ich habe gehört, Sie haben dort die besten Archäologen. Ja, wunderbar, Frau Havlicek. Und wissen Sie denn auch eine gute, billige Quelle für Medikamente? Ach ja, freilich, Frau Forstbuschel. Am besten, Sie kaufen für alles gute Tees beim Theologen. Habe ich ein Lied da, das Sie getroffen hat, Frau Havlicek?
da werde ich gleich machen, Termin beim Urologe, Gynäkologe, Dermatologe, Archäologe, und zum Schluss Biologe. Genau, Frau Postbusche, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Danke, Frau Sehr schön.